Weltmeister Julian Draxler vor dem Absprung, der Trainerstuhl von Valeria Ismael wackelt bedenklich und auch Geschäftsführer Klaus Allofs ist längst nicht mehr unumstritten. Der VfL Wolfsburg kommt einfach nicht zur Ruhe. Und jetzt wartet ausgerechnet auch noch Bayern München auf die lahmenden Wölfe. Keiner erwartet was von uns, die Messlatte ist runter, die Stimmung da draußen ist sowieso negativ. Und von daher, wir müssen intern für uns das Positiv rausholen, was wir haben. Und diese drei Spiele noch bis zum Winterpause, die bevorstehen und mit dem ersten Schritt gegen München. Doch es läuft nicht in Wolfsburg. Der ehemalige Bayern-Konkurrent spielt bisher die schlechteste Bundesliga-Saison seiner Vereinsgeschichte. Und mehr noch, der wechselwillige Julian Draxler ist mittlerweile Feindbild Nummer 1 bei den Fans und steht gegen den Rekordmeister noch nicht einmal im Kader. Vorteil Bayern. Der FCB hat seine kleine Schwächephase überwunden und will nach dem 1:0-Erfolg gegen Atletico Madrid in der Champions League nun in der Liga zum Endspurt ansetzen. Wir wissen, dass mit drei Siegen wir können die Top-Tabelle so sein. Die Bayern wollen wieder ganz nach oben, während die Wölfe nicht noch weiter nach unten rutschen wollen. Bei einer weiteren Niederlage droht die vorweihnachtliche Zeit in Wolfsburg alles andere als besinnlich zu werden.